Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7 Biohazard. Warum startet das denn hier nicht? So, Weil jetzt. jetzt möchte, dass wir länger aufnehmen. Wir haben beim letzten Mal die ganze Zeit lupenreines Englisch gesprochen. Also, wenn Ja. das ein Engländer hören würde, der würde nicht merken, dass wir Deutsche sind. Weil seine Ohren abgefallen sind. Ja. Und wir haben aber viel wichtiger hier den Flammenwerfer bekommen. Und haben einen Rucksack bekommen. Das heißt, wir haben jetzt mehr Inventarplatz. Nehmen wir immer wieder raus. Ich glaube ja. Hältst du denn so viel aus? Okay. Also ich muss, glaube ich, wirklich nah ran. So, Oh, warte jetzt. mal, jetzt ist Platz. Jetzt. Also ich muss näher ran. Ich habe es einfach vorher nicht erwischt. Okay. 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 Au, 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 ich au. kann nicht. Kriegen Sie den Pfosten fest. Warte mal. Au, Au! au, au. Fuck! Jetzt, ey, ach, das ist auch Nee, nee, das ist nicht. Die sind gerade durch. Okay, Ich spinn von hinten! Das ist ein Spinn von hinten! Ah! Ich lasse mich jetzt einfach kurz totstechen. Ach, Quatsch, Ja, nein! ne, es hat auch gerade gespeichert. Nein, das nicht! Natürlich, als wir den Flammenwerfer bekommen haben, hat es gespeichert. Stimmt, ja. Ich muss gleich da noch unten noch die. Seid ihr überhaupt böse? Ja, die tun dir weh! Okay, das sieht aber ein bisschen dämlich aus, wie sie auf uns zufliegen. Komm doch, das ewig. Okay, ihr seid die ungefährlichsten Spinnen der Welt. Aber jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Jetzt kann ich mir sagen, ich bin jetzt einfach hier. Beißt uns tot, los! Komm, es gibt versteckte Trophäe, lass uns von den Spinnen tun. Ja. Ein grausamer Tod. Alter, guck mal, diese ganzen Puste, die auf dem Arm haben. Ja. Das ist vor mir Neustarten so geil. Ja. Bist tot, neu starten? Naja, wir fangen von vorne an. Neu starten? Okay, Tim, du startest komplett neu. Autosave, alles weg. Kann sein, dass wir den jetzt schon mal schnell zusammenbauen müssen. Okay, also. Da stand gerade irgendwas mit Insektennestern. Solange sie nun. Ach, hab ich nicht, sorry. Irgendwas mit. Solange sie noch nicht so schnell. Nochmal hier schnell. Zusammenbauen. Kombinieren. Wupp. Zack. Okay, und nochmal das machen. Zack. Zack. So, jetzt werde ich einfach mal drauf, aber was einfach mal draufhalten. Der, was mir aber gerade aufgefallen ist, das sieht aus, ob die eine Art Schutzpanzerung haben. Als du gerade den Flammen drauf geplatzt hast, und dann hätte ich noch weiter draufhalten müssen. Einmal das. Und ich habe aber. Oh, upsa. Wie kommst du denn hier rein? Das ist unser. Ah, nee, das ist gar kein Safe-Punkt. Au! Mistvieh. Aber es sah aus, als wenn so eine Schutzpanzerung aufgeplatzt ist. Vielleicht kann man, wenn man diese Schutzpanzerung weggebrannt hat, darauf schießen auch. Oder das Messern. Oder das Messern. Aber Messer ist halt. Da kam halt sofort, als geplatzt ist, kam ja sofort der nächste Schwabe auch raus. Richtig, deswegen ist Messer vielleicht nicht. Also ich glaube, ich muss einfach draufhalten, ne? Ja. Aber warte mal, ich speichere jetzt hier nochmal. Wir testen jetzt. Du kannst nicht speichern. Ja. Wir testen jetzt erstmal aus, wie denn überhaupt die Lage ist. Ja. It's Burning Man! Hallelujah! It's Burning Man! Hey, hey! Jetzt. Aber, ey, das verbraucht so viel Muni. Ein einziges. Oder 150 hatten wir. Ah, hier müssen wir irgendwas. Eine Kurbel. Einbauen dann. Also wir hatten 100, das hat gerade 70 Munition verbraucht, nur um das eine Nest kaputt zu machen. Wir haben 250. 250 was? Ja, haben wir nochmal gebaut. Nein, nein, ja, gut, 100 hast du noch drin, aber jetzt von der Munition hast du 150. Achso. Ja, gut. Hm. Aber ich glaube schon, dass das die Variante ist, die man machen soll. Ja. Aber probieren wir mal, also jetzt erstmal die Ach, die warten da, die sind durch die Tür durchgekommen. Ihr Schweine. Brennt sich nieder. Burn! Dass du nochmal durchkommst, so mies. Also so, Flammen. Time for the steroids again. Jetzt ist no, 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 no. First Käse. Nein, wir fangen schon wieder an. Tötest du erst die Spinne da. Einfach nur einmal hoch und runter brennen. So, stopp. Aha, guck mal, wir kommen an starke und normale flüssige Chemikalien. Cool. Ist noch unten was? Oben? Nee. Okay. Nun kannst du Steroide nehmen. Weil es nur, falls du auf einmal noch von der Spinne bestrohen wärst.
Steroide sind gut für euch Kinder. Aha. Oho. Schön, schön, schön. So. Jetzt. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Wir brauchen was wahrscheinlich, um diese Kurbel zu betätigen, ne? Na, wir brauchen die Kurbel. Ja, also, wir brauchen die Kurbel, um darüber hinzukommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt überall rein und töten erstmal alle Moskitonester, ne? Also, geh jetzt mal ins Wohnzimmer und vernichte alle Moskitonester. Fuchs ist shit. Wer ist Dreck? Au, au, au. Ach, oder muss ich das Dreck heißen kriegen? Warte, 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 jetzt schießt man drauf. Mit einer Shotgun oder so. Ah, ich wusste es doch. Also muss erst die Schutzpanzerung aufbrechen mit den Flammenwerfer und dann kann man auch mit einem normalen Gewehr raufschießen. Okay. Auf das Weiche sozusagen. Weil dann sparen wir uns so ein bisschen von... Kann man auch von vornherein draufschießen? Weiß ich nicht. Aber es sieht da aus, als eher so eine Panzerung ist, ne? Ja, vor allem das Problem, dass dann die Moskitos wieder angedüst kommen. Ja, 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 ja. So, das ist auch noch ein Nest, ne? Ja, ja, das ist auch ein Nest. Das ist ein Nest, was dich ja zuallererst angegriffen hat. Also drauf. So. Oh, warte mal. Schieß. Nochmal. So. Ja, und Nest ist kaputt. Okay, das ist besser. Ja, weil wir haben momentan sehr viel Flintenmuni. So, jetzt können wir uns erstmal hier komplett in Ruhe in diesen Raum umschauen, weil jetzt, glaube ich, haben wir alle Moskitonester hier gefunden. Da geht's zum Keller. Ich habe das Gefühl, wir müssen wahrscheinlich bestimmt in den Keller hin. Schon mal hier rechts, nochmal richtig. Da. Flüssige Chemikalie. Hier nochmal. Ah, meine Schublade. Sehr schön, Festbrennstoff. Sehr brauchen wir. Weiter rechts noch. Runter gucken. Können wir da vielleicht noch rechts die Schublade aufmachen? Also hier direkt vor dir, das Ding? Nee. Gucken. Man muss halt wirklich bei diesem, das Doofe an dieser antiken Münze, muss man so genau drauf gucken, dass die halt auch wirklich angezeigt wird. Ja. Ah! Oh, Renner, wir haben keinen Platz mehr. Was? Was? Schau mal mit da. Tatsache. Aber wir können ja Sachen kombinieren. Ja. Drück mal R1. Wir könnten uns hier halt nochmal Brennstoff machen. Ja, mach doch. So. Ja. Dann können wir jetzt nochmal Brennerkraft steuern, haben wir jetzt nämlich... Nee, sind noch nicht mal voll. Ja, okay. Cool. Das haben wir jetzt... Damit müssten wir jetzt erstmal eine Weile klarkommen eigentlich. So, dann... So. Da kommst du ja durch den Eingang und dann kannst du nochmal in den Salon. Und da war da auch nochmal ein Moskit, oder? Ja. Doch. Ja, und dann können wir nochmal speichern schnell und dann... Und dann ab in den Keller da. Ja. Ja. Hier lang, ne? Ja. So, hier war ja noch kein Moskitonest. Genau, erst im nächsten Raum. Genau. Marguerite lässt erstaunlich lange auf sich warten. Ich habe so das Gefühl, sie wird bestimmt kommen, wenn wir in den Keller gehen. Da ist nichts zu tun. So. Auf to the friendly Mosquito. Ja, hallo? Schon hier. Jetzt. Und. Hier ist halt immer noch nicht. Egal. Ah, und Spinnen. Sniper, Sniper, ins Verderben. Es heißt respawnen oder sterben. Oh. Okay, wir hätten das Licht benutzen müssen. Egal. Oh, egal. Das haben wir mehr zu tun. Mia ist immer besser. Ja. Hatte ich das hier schon? Nein, wir haben uns in diesem Raum noch nicht wirklich umgeschaut. Yeah. Danke für das Kraut. Warte, kannst du die Mann wegbrennen? Okay, was war das? Gut. Wir, hier noch wir haben, also wenn wir eins gemerkt haben, dann dass Logik und dieses Spiel nicht zusammenpassen. Schau mal hier rechts um die Ecke hinter diesem Pavillon. Kann man da vielleicht... Na? Nee? Auf der anderen Seite vielleicht? Auch nicht? Schade. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja interessiert an diesem Verbot, an den DLCs, an verbotenes Filmmaterial. Ja. Weil da sollen sie ja wirklich ein richtig cooles Rätsel gemacht haben. Für das erste davon. Ach da.
Und ich brauche mir keinen Flammenwerfer. So. Au! Disrespekt! Wir disrespekten dich voll. Die spawnen die Spinnen. Das war ein bisschen lustig. Ah, Giftspinnen! Ah. Sie töten mich oder so. Sehr langsam, qualvoll. Gut, so wie das bei Spinnen in der Regel auch ist. Das stimmt wohl. Stirbst ja nur bei den allerwenigsten sofort. Okay, aber scheint wirklich, also Marguerite hat hier wirklich... Schon mal runter? Unter dem Fernseher? Ducken mal? Schade. Das ist ein maliges Geräusch, also eklig. Hören Sie auf zu maden, Sie Maden. Mich stört es, dass wir noch keine antiken Münzen gefunden haben. Wir hätten doch noch sparen müssen auf die Mecken. Ja, also ihr müsst wissen, wir hatten vor der Aufnahmesession eine Debatte darüber, ob wir jetzt die Steroide nehmen oder die Magnum. Ich habe mich halt stark für Steroide ausgesprochen, weil ich gesagt habe, okay, wir haben halt die Schrotflinte. Und wenn die Molded halt die einzigen Gegner sind, die wir so kriegen sollten, außerhalb der Bosse, dann reicht die halt völlig. Und mit der Magnum teilen wir einfach nur unsere Muni auf. Und Steroide geben uns mehr Leben und das ist immer gut. Ich bin mal gespannt, wie effektiv der Flammenwerfer gegen die Molded ist. Ich glaube gar nicht mal so. Weil es ja bei denen wirklich darum geht, Sachen wegzuschießen. Ja. Oh, warte, duck dich mal links. Da, guck mal, da unter den Schränkchen. Ah, nee. Ich dachte, das wäre Kraftstoff. Naja, ist nur eine Farbspraydose. So, saven wir nochmal. Okay, aber hier sind wir doch ganz... Ganz gut. Dann können wir auch gleich nochmal unser Inventar ein bisschen ausmisten. Ja. Da sind wir doch ganz gut durchgekommen. Ja, dann geht es wahrscheinlich gleich in den Keller und ich befürchte, danach wird es... Erstmal Inventar. Stimmt. So. Okay, das Psychotonikum kann schon mal in die Kiste. Genau, weil da ist der Plan. Erst wenn die Mutti tot ist. Nee, X. X und dann wegen. Genau. So. Also wir haben im Moment auch 3 Erste-Hilfe-Flüssigkeit, also eigentlich müssen wir das Kraut jetzt auch gerade nicht mitnehmen. Genau, Kräuter kommen auch rein. So. Und die Chemikalien. Das Schießpulver können wir auch erstmal in die Kiste tun, würde ich sagen. Komm, Chemikalien können wir auch reinpacken. Die auch? Ja. Wir haben momentan... Ja, hier sind wir gerade wirklich gut ausgestattet. Deswegen, wir haben momentan eigentlich alles ganz gut. Sehr gut. Also... Wer weiß, was wir noch alles finden, oder... Ja, okay. Wenn wir das alles finden oder dann kommt irgendwie wieder Flucht vor der Margaret oder vor sonst irgendwas und dann haben wir nicht so viel Zeit, um es umzuschauen und dann ist das Inventar voll und alles doof. Also lieber gleich so. Na dann, auf zum Keller. Wir haben ja gelernt, Keller sind immer sehr angenehm hier bei den Bakers. Oh. Wie lange muss ich noch? Den Keller, der gehört rein dir. Darauf bestehe ich. Nö. Dass du den Keller erforscht. Ich finde, du bist so. Du bist so ein Kellerkind. Danke. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber das hat gerade so gut gepasst. Ja, habe ich schon reingeguckt. Ja. Oh, stimmt ja nicht. Du bist ja kein Kellerkind, du bist eigentlich ein Dachbodenkind. Ja. So ist das nämlich so. Wo dann, war das jetzt hier, ne? Ja. Hier durch und dann gleich links einmal ducken. Na dann. Weil man muss irgendwie einen Flammenwerfer holen, weil man muss das Moskitonest wegbrennen. Ja, man kommt hier nicht lang. Sonst lang. So, und schon mal auf der linken Seite. 300 Schuss für den Flammenwerfer. Yay, endlich! Jetzt hätten wir uns mecken lassen können. Die war jetzt sehr auffällig platziert. Sehr unauffällig. Mhm. Okay, das, ja. Okay, dann hier durch. Ah, da ist das Ding, glaube ich. Oder? Was auf dem Tisch liegt, könnte das das Ding sein für... No! I'm not here! Das ist Mia! Mia! I'm not here! I want some answers! I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little and the rest is just gone! Oh, Daddy, right? Mind if I borrow Mommy for a little bit? Ich will nicht der Daddy meiner Frau sein. Do something. Immer nicht. Ethan, help! Ist nicht wirklich unsere Frau. Ja, ja. Ja, und unser Held wieder
Dammit. Aber ich fand gerade auch die Aussage von dem Sohn komischer sagt, so stehe ich da so rum, tu etwas. Als ob der Sohn auch gegen seine Family will. Gut, okay, der Vater hat ihn den Arm abgeschnitten. Also so dolles Familienverhältnis hat er wahrscheinlich nicht. Das war wirklich so eine schöne Szene. Oh, not again! Ja. Also irgendwas haben die Bakers mit ihren Kindern falsch gemacht. Die Kinder mögen sie nicht richtig. Die Zoe möchte gegen die Frau. Ich glaube, da interpretierst du gar zu viel rein. Ich glaube, der will einfach nur, dass wir ihm hinterhergehen und ihm in irgendeine Falle laufen. Ja, na, möglich. Würde ich jetzt behaupten. So, kann man hier durch? Nee. Brennt's nieder. Okay, das heißt, jetzt müssen wir wirklich wieder zurück und... Und jetzt geht's bestimmt los, und jetzt wird Margaret dann da oben. Also mit dem müssen wir ja jetzt wieder zu dem Podest. Ja. Also da in Richtung Safe Room eigentlich wieder. Also hier runter? Nee, wir müssen ja eigentlich jetzt nur hier durchs Esszimmer und dann da nach rechts. Nein, wir müssen doch... Dafür brauchen wir noch die Kurbel. War das nicht die... Was war? Wir haben gerade das Schattenspiel-Ding gefunden. Entschuldigung. Ich weiß, in meinem Kopf war ich jetzt so von Kurbel ausgegangen. Dass ich... Okay, also... Oh, ich erinnere mich jetzt auch wieder, warum wir da hin müssen. Weil wir auf die andere Seite kommen. Nein, in dem Mia-Video. Ja. Ganz zum Schluss ist sie doch da in so einen Durchgang runter, ja, unter das Haus gegangen. Und auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Wir kommen ja jetzt... Achso, ja, stimmt. Ja, genau. Und da unten war doch, aber lag doch Zeug rum. Ja. Und wahrscheinlich ist da die Kurbel. Ja. Das wäre wahrscheinlich das andere gewesen, was wir uns schon hätten angucken können. Genau. Wir haben zu lange aufs Foto gestartet. Genau. Na gut, macht ja aber auch nichts. Okay, also... Also geradeaus. Jetzt geradeaus, durchs Wohnzimmer. Durch den Eingang, dann rechts hoch, dann durch den Salon. Aber natürlich kann ich nicht durchs Esszimmer gehen, glaube ich, ist schneller. Ja, durchs Esszimmer. Einfach rechts. Margaret? Margaret! Stay the fuck out! Mist. Ich möchte Flammenwerfern. Tja, und so geht's wieder los. Sie sagte, stay the fuck out. Jetzt müssten wir sie fragen, meint sie nur diese Tür? Stay. Hey. Kommt sie jetzt hier durch? Ich will nur erstmal wissen, was sie vorhat. Okay, warte, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz gucken. Also, wir müssen durchs Esszimmer. Hoch, dann links den langen Gang entlang in die Galerie und da ist ja gleich das Schattenspiel, genau. Und dann öffnet sich ja da die Tür und dann kommen wir da auf die andere Seite und dann müssen wir da ins Loch. Das wäre die Frage, wenn sie rechts ist, macht es ja mehr Sinn, jetzt geradeaus zu gehen und den Eingangsweg zu nehmen? Aber theoretisch rechnet das Spiel damit und schickt sie genau da lang. Aber kann natürlich sein, dass sie immer noch genau hinter der Tür ist. Mach doch ganz so einen kleinen Spalt die Tür auf. Die ist dahinter. Oder? Die ist dahinter. Da quietscht es ziemlich laut. Ja, das ist halt wirklich das blöd, dass das im Spiel nicht immer was heißt. Weil sie halt einfach auch einfach random Soundeffekte einspielen. Ja, aber das war aber gerade sehr, sehr laut. Direkt hinter der Tür. Bisschen ist es leiser. Das ist sie schon, dieses Quietschen. Also verrostet die Gute. Hast du gerade dieses Wimmern gehört? Jetzt hier. Warte. Ist sie da links? Nee. Gehen wir geradeaus? Hier links um die Ecke? Nee. Die geht gerade den langen Gang entlang, kann das sein? Den da? Oh Scheiße, die können Sekten schütten. Alright, you piece of shit! I've had about enough of you! Und ich weiß auch jetzt, was quietscht, die hat eine Laterne dabei. There you are. Was? Was? Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist ein cooler Schatten. Sieht aus wie ein Hologramm. Ich meine, ich habe mich einen Timer gestellt, habe ich glaube zwar ja, aber... Spielst du jetzt weiter? Ja, ich wollte... Ja, 15 Sekunden. Wisst ihr? Also, ja. Zum Safe-Room kommst du noch.
Ja, probieren wir es jetzt mal hier rum. Wenn es jetzt nämlich gerade da ist, dann... Also manchmal, ich wünsche mir wirklich... Warum seid ihr wieder da? Huch! Ist das ein Nest? Ja, jetzt wieder. I'm not here. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt bestimmt nicht laut. Aber auf Geräusche reagieren die wirklich nicht sonderlich. Ja, stimmt. Hier, ne? Ja. Dann schau nochmal rechts, ob sie jetzt gleich da ist. Ja, also gute Headsets wären echt super. Da ist er. Okay. Also einen anderen Weg. Jetzt kannst du echt schnell rennen, oder? Hier durchrennen, schnell. Aber durch die Tür. So, schnell, weiter, schneller. Weiter, 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 weiter. Rechts lang. Da durch die Tür, rechts lang. So, jetzt nicht hier. Tür zu. X. X. Und durch. Und X. Mit der Tür. Mach zu. So. Ich einmal schnell zum Safe Room. Ja. Damit wir dann von hier anfangen, wenn was schief geht. Genau. Okay, danke. Ich habe jetzt gerade den Aufbau falsch im Kopf gehabt. Ich dachte, ich muss jetzt rechts rum. Ach so. Dann stand sie da plötzlich. Aber zum Glück gerade mit dem Rücken zu mir. Ich dachte, du willst halt gleich die Tür zu machen. Und der hat nochmal gesagt, Tür zu, Tür zu. Ja, das war, nicht war gerade gut. Okay, das heißt also, unser next episode bei Resident Denglish. We are trying to kill the mother and to do the Shadow-Spiel. Yes. And then we will destroy them all. Ich fand gerade wirklich die unterschiedliche Reaktion auf Mia toll. Wie ich die Stimme sofort erkannt habe und so, nö, lass mich in Ruhe. Und du so, das ist doch Mia. Und so, oh, das ist ja Mia. Und ich so, ja, das ist aber kein gutes Zeichen. Erinnere dich an das letzte Mal. Ja, aber ich meine, wir sind ja eigentlich hier. Wir wollen das Serum ja finden, um Mia zu retten. Nein, wir wollen nur noch gehen. Nein, wir wollen Mia retten. Ja, Zoe sagt, hol ein Serum. Aber wir sagen, ja, wenn uns das hier wegführt, dann gut. Auch wieder wahr. Aber trotzdem, sie ist unsere Frau. Wir sind ja eigentlich mal in diese ganze Hölle gekommen und haben uns nicht umgedreht, als wir dieses scheiß, was war das, Kühe oder Pferdebeine gesehen haben. Pferdebeine. Haben uns nicht umgedreht, also müssen wir jetzt halt durch und müssen unsere Frau retten, auch wenn die versucht, uns umzubringen. Ich meine, wir haben uns ja dafür auch schon gerecht. Wir haben sie ja auch schon ein paar Mal umgebracht. Das ist richtig. Also, das ist nur, das ist eine Art Beziehungsstreit, was wir gerade mit Mia haben. Das ist auch eine Art Paartherapie. Ja. Das gegenseitige Umbringen. Und, ich stelle mir gerade geil vor. So ein Therapeut, da kann man, ja, haben sie nur daran gedacht, ihre Frau umzubringen? Das hilft in manchen Beziehungen. Ja, jedenfalls retten wir unsere Frau. Wir müssen erst das Serum dafür finden. Und wir retten Zoe. Und Evelyn. Obwohl wahrscheinlich der ist, nee, halt, die ist ja die Gabengeberin, der kann man wahrscheinlich nicht mehr helfen. Das arme kleine Mädchen. Also wir töten die Bakers und retten Zoe und Mia. Ja, und werden der Daddy unserer Frau. Ganz genau. Warum auch immer. Das alles und vieles mehr erwarten wir dann in der nächsten Episode. Alles passiert. Alles. Wenn ich versuche, das Schattenspiel zu lösen und gegen Mrs. Baker anzutreten. Ja. Oh nee, das heißt, ich darf wieder nächste Mal bestimmt den Bosskampf wieder machen. Ja, ich glaube nicht, dass der noch kommt. Ich glaube, wir werden erst noch dann halt wirklich da die Kurbel einsetzen müssen und da vor ihr wegkommen die ganze Zeit. So, ja. Und dann danach irgendwann dann, ja. Oh Gott, der Bosskampf gegen sie bestimmt die ganze Zeit schickt sie über diese blöden Moskitos ja. Auf den Hals. Das wird lustig. Und ich wette, sie werden ihr auch noch irgendeine spinneninsektenartige Eigenschaft gegeben haben, vermute ich mal. Naja, ich glaube nicht, dass sie nur läuft und die schickt, sondern ich glaube, dass sie selber irgendwie... Naja, also entweder wird sie zu Moskito oder zu Spinne. Ich glaube Spinne. Spinne würde... Meinst du, sie wird zu so ein, weißt du noch hier aus Evil Within? Das ja, Spinnmädchen, ja. Dass sie sowas wird? Ja, wenn also an den Wänden so lang krabbelt und so und furchtbar nervig wird. Oh Gott. Kann sie nicht einfach eine Fliege werden? Und dann nehmen wir eine riesige Fliegenklatsche und machen so. Das wäre gut. Platsch? Das wäre lustig. Ja. Naja, wir werden sehen. Ja.
Bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und euer Grauton. Ciao. Ciao.